Und zugeschaltet ist mir jetzt Birgitta Hahn von Terre de Femmes. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Sie betreuen ja ein Bildungsprojekt für Frauen und Mädchen in Afghanistan, halten ständig Kontakt natürlich auch zu Ihren Mitarbeiterinnen. Wie viele sind es? Wie geht es denen? Was berichten die Ihnen? Ja, also man muss sagen, wir entsenden ja selber gar keine Fachkräfte, sondern wir arbeiten ausschließlich mit einheimischen Partnerorganisationen zusammen. Unsere Partnerorganisation in Afghanistan war in Herat, in der Provinz Herat tätig. Es sind ungefähr 18 Mitarbeitende, die sich auch aktuell alle versteckt halten. Die Projektarbeit ist schon seit Beginn der letzten Woche komplett auf Eis gelegt worden. Alle sichtbaren Zeichen, die in irgendeiner Form auf das Bildungszentrum verweisen könnten, sind entfernt worden. Die Arbeitsmaterialien wurden auch tatsächlich komplett vernichtet. So groß ist die Angst, so groß sind die Befürchtungen vor möglichen Vergeltungsschlägen gegen die Frauenrechtsaktivistinnen, die in dieser Organisation aktiv waren. Wie schwer ist es für Sie, mit ihnen Kontakt zu halten? Und jetzt sollen Sie natürlich nicht die Ziele nennen, aber wo verstecken die sich? Unter welchen Umständen leben die Frauen jetzt momentan? Also es ist wirklich eine sehr prekäre Lage. Die Frauen, die Mitarbeitenden, es sind auch zwei Männer dabei, muss man sagen, halten sich alle an wechselnden Orten versteckt, also ändern häufiger auch ihre Verstecke. Das sind alles private Kontakte, das sind keine Safe Houses. Die Frauen oder die Mitarbeitenden generell haben gar kein Vertrauen in die Safe Houses vor Ort, hatten auch die Befürchtung, dass das die prioritären Angriffsziele der Taliban sein könnten. Das heißt, alles über private Netzwerke und die Kontaktaufnahme ist tatsächlich erschwert, weil es auch oft Stromausfälle gibt, weil die Internetverbindung natürlich nicht stabil ist. Wir haben aber Verbindungspersonen, die Afghaninnen und Afghanen sind, auch außerhalb von Afghanistan, über die dann die Kommunikation etwas leichter funktionieren kann, weil wir selbstverständlich durch Mailkontakt, durch direkten Telefonkontakt diese Mitarbeitenden auch in Gefahr bringen könnten. Ist es denn nun das Ziel, alle diese Personen außer Landes zu bringen oder sagen einige oder alle, wir wollen in Afghanistan bleiben? Wie ist da momentan die Situation? Also momentan konzentrieren sich unsere Anstrengungen schon sehr stark darauf, diese Mitarbeitenden alle inklusive auch ihrer Familien außer Landes zu bringen. Die Frage ist noch offen, ob das dann zwangsweise Deutschland sein müsste, ob es nicht auch ein sicheres Nachbarland wie zum Beispiel Usbekistan sein könnte oder auch vielleicht der Iran, der ja am nächsten an Herat liegt. Gut, im Iran wissen wir jetzt mittlerweile auch, die Lebensbedingungen für Geflüchtete sind dort auch durchaus sehr prekär. Aber im Moment gilt es einfach abzuwarten, ob sich überhaupt noch irgendeine Evakuierungsmöglichkeit ergibt. Wir sind da auch in engem Austausch mit dem Auswärtigen Amt, mit dem Krisenstab selbstverständlich. Und die Mitarbeitenden selbst würden auch gerne nach einiger Zeit ihre Arbeit in Afghanistan fortsetzen. Aber es ist völlig unsicher, wie jetzt sich die Lage dort weiterentwickelt. Das gilt es einfach auch abzuwarten. Und die Sicherheit steht natürlich jetzt ganz prioritär im Vordergrund. Das heißt, die Arbeit ist momentan natürlich überhaupt nicht möglich. Können Sie uns ganz kurz ein Beispiel nennen? Was haben Sie dort gemacht? Wie sehen diese Bildungsaufgaben, die Sie betreut haben, oder die Menschen, die Sie betreut haben, aus? Ja, das Bildungszentrum, was unsere Partnerorganisation dort aufgebaut hat, die haben Alphabetisierungskurse, Berufsbildungskurse verschiedener Art und sogenannte Empowerment-Kurse angeboten. Bei Empowerment-Kursen geht es vor allen Dingen um Aufklärung von Frauen und Mädchen über ihre eigenen Rechte, um Handlungsoptionen auch im Gewaltfall, um Konfliktmediation, aber auch um persönliche Entwicklung, Businessplanung, also Gesundheitsvorsorge, verschiedene Kurse zur Stärkung sozusagen auch ihrer Selbstbestimmung. Ja, und die von der Zielgruppe her, in aller Regel waren das ja, Mädchen und Frauen aus der Region, also aus der Provinz Herat, die sehr häufig in sehr prekären Bedingungen leben. Also ob das jetzt finanzieller Natur ist oder rechtlicher, die auch sehr häufig Rechtsverletzungen bereits erfahren haben und eben mit diesem Bildungszentrum auch einen sicheren Ort des Austausches jenseits männlicher Sphären hatten. Sie nennen da Selbstbestimmung, Rechte, Dinge, die zumindest in Deutschland eigentlich ganz normal sind für Frauen. Trauen Sie denn jetzt den Taliban auch, was die Amnestie versprechen, vor allem aber die Einbeziehung von Frauen in die Regierungsarbeit auch angeht, in irgendeiner Weise über den Weg? Nein, also wir beurteilen das, wie der Kollege vorhin, der aus Usbekistan zugeschaltet war, also wir beurteilen das wirklich sehr kritisch.
Die Frauen vor Ort haben wirklich überhaupt gar kein Vertrauen in die Taliban. Zu sehr sitzt ihnen einfach noch die schmerzhafte Erinnerung an die Schreckensherrschaft während 1996 bis 2001 in den Knochen. Und es ist auch so, dass uns da widersprüchliche Meldungen erreichen. Heute Morgen habe ich noch mit unserer Verbindungsperson telefoniert. Die sagte mir, in Herat war es so, dass im Rathaus die neue Crew vorgestellt wurde, natürlich bestehend ausschließlich aus Taliban-Kräften. Und da war auf jeden Fall keine einzige Frau dabei. Da ist ein Gruppenbild entstanden mit den Mitarbeitenden des Bürgeramts dort. Und vorher, das wurde uns nochmal bestätigt, von Seiten unserer Partnerorganisation hatten dort mehrere Frauen gearbeitet. Also es sieht für uns momentan nicht danach aus, als ob Frauen jetzt maßgeblich an der politischen Gestaltung oder in irgendeiner anderen Form an der Mitgestaltung dieser Neuausrichtung, dieser Geschicke des Landes sozusagen beteiligt wären. Sehr schwierige Situation. Ich wünsche allen Ihren Mitarbeitenden alles Gute und dass Sie gesund da rauskommen. Birgitta Hahn war das von Terre des Femmes. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.